Ich habe von einem kleinen Vogel gehört, dass es gibt eine Ausstellung in Leipzig zur WGT dieses Jahr. Das ist richtig. Es gibt eine Ausstellung. Was habt ihr gehört? Es gibt eine Ausstellung zum WGT und die Ausstellung heißt Boten des Todes. Du weißt bestimmt besser die Daten als ich. Ja, also die Ausstellung findet während dem ganzen WGT statt, also von Freitag bis Montag. Das ist 25. bis 28. Mai, täglich von 12 bis 20 Uhr. Und zwar in der Georg-Schwarz-Straße 10, im Hausprojekt Schwarz 10. Cool. Ich habe schon angeschaut in irgendwas Internet-Map. Karte und es sieht aus, als ob es auf die halbe Strecke ungefähr zwischen Agrahalle, Zeltplatz und die Innenstadt. Ja, es ist so ein bisschen weiter im Westen von Leipzig, aber es ist eigentlich ziemlich gut zu erreichen und direkt neben der Straßenbahnhaltestelle. Ja, genau. Nummer 11 oder ich weiß nicht mehr, was das ist, was wir immer benutzen. Die Straßenbahnlinie ist die 7. 7? Ja, die fährt dahin. Okay. Die fährt direkt dahin. Okay. Ja, cool. Ja. So, ihr wisst Bescheid. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also die Idee dazu, diese Ausstellung zu veranstalten, als das Schemenkabinett, so nennen wir uns da als Veranstalter, und diese Ausstellung zum Thema Boten des Todes kam uns eigentlich schon 2010 und ist jetzt mit der Zeit gereift und speziell im letzten und diesem Jahr haben wir viel dran gearbeitet und ja, alles entwickelt und jetzt auch in die Tat, sind dabei, das in die Tat umzusetzen. Generell das Thema Boten des Todes, also Katharina und ich sind beide Biologen und darum auch besonders interessiert halt an Tieren und Pflanzen, aber halt auch so, ja, an der Kulturgeschichte eigentlich der Tiere und Pflanzen. Also wie wurden die von Menschen wahrgenommen und was für Geschichten haben sich um sie entwickelt und da natürlich besonders ja die dunklen Mythen, die es um Tiere und Pflanzen gibt. Oh, interessant, ich bin gespannt. Und ja, das behandelt eigentlich das Schemenkabinett und insbesondere halt jetzt in der Ausstellung zum WGT geht es um Boten des Todes, also um Tiere, die von Menschen mit dem Tod in Verbindung gebracht wurden, aus verschiedenen Gründen. Aber wie ist es dazu gekommen, dass ihr eine Ausstellung macht oder machen wolltet? Das war eigentlich eine relativ spontane Idee. Also wir interessieren uns schon also für Biologie halt einerseits und andererseits halt auch für Kunstprojekte, besonders aus dem subkulturellen Bereich. Und deswegen versuchen wir auch jungen Künstlern einen Platz zu geben, wo sie ihre Kunstwerke vorstellen können, ihre Exponate, das natürlich in einem Rahmen halt von Boten des Todes. Und ich denke, das ist ein ganz guter Platz, um Künstlern auch die Gelegenheit zu geben, gerade sehr unbekannten Künstlern, um ihre Exponate auch zu zeigen. Ja, schön, mutig. Erste Ausstellung ist die erste für euch, ja, Ausstellungsmacher. Genau. Ja, cool. Und wie ist das, eine Ausstellung zu planen und ich meine, Platz, Vorstellungsort zu finden? Ja. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Also wir befassen uns mit allen möglichen Aufgaben eigentlich, die auf uns zukommen. Die Planung des Ganzen, die Konzeption, es muss spannend gemacht sein, es muss didaktisch gut aufbereitet sein. Wir müssen Kontakt zu den Künstlern bekommen, dass die uns dann die Exponate geben. Und es ist schon alles ziemlich aufwendig. Also auch dann die ganze Logistik drumherum, dann einen Veranstaltungsort zu finden und Werbung zu machen und so. Besonders zu diesen Pfingstentagen schwierig. Orte zu finden, kann ich mir denken. Ja, das stimmt schon. Also wir haben auch wirklich eine ganze Weile gesucht, aber ich denke, jetzt haben wir wirklich einen schönen Ausstellungsort an diesem Hausprojekt Schwarz 10. Das ist oben auf dem Dachboden. Die ganze Ausstellung ist etwa 100 Quadratmeter groß. Oh, cool. Und
ja, das sind wirklich, wirklich schöne Räumlichkeiten, wo man das Ganze auch ganz stimmungsvoll einfach präsentieren kann. Okay, und ihr habt auch eine Internetpräsenz. Ja, zumindest bei Facebook sind wir vertreten unter facebook.com und dann /Schemenkabinett. Ja, cool. Okay. Und da werdet ihr uns informiert halten, täglich oder, ja. Oder wöchentlich oder was auch immer, was die Situation ist. Genau, also wir haben da eine Reihe genereller Informationen hochgeladen, worum es in der Ausstellung geht. Und ja, laden nach und nach so kleine Appetithäppchen eigentlich hoch, was genau zu sehen sein wird, welche Exponate und ja. Ja, cool. Ja, schön. Mhm. Und wie... Was soll man erwarten, wenn man da hingeht? Ich meine, werden die in Vitrinen ausgestellt oder auf Regal oder weil ich könnte mir denken, dass die Tiere sind ein bisschen empfindlich oder die Toten was auch immer. Ja. Also wir haben das Ganze so aufgezogen, dass wir Stellwandsysteme haben, die den Besucher leiten, damit er im Prinzip die ganze Ausstellung auch sehen kann. Mhm. Auf den Stellwänden sind dann unsere Texttafeln, auf denen wir ja, die Leute erstmal vorbereiten wollen, wie, was ist der Mythos, um was für einen Mythos geht es. Und dann klären wir nach und nach diesen Mythos dann biologisch auf und dieses wird auf Texttafeln vermittelt, untermalt wird das Ganze dann mit den, ja, mit den Exponaten von den Künstlern. Diese werden zum Teil auch in Vitrinen gezeigt, die sind schon auch empfindlich. Also noch empfindlicher sind allerdings die Präparate von unseren Raben und den Totenkopfschwärmern. Die werden dann ja, zum Teil auch in Vitrinen gezeigt werden. Ja, interessant. Und es wird bestimmt, ich meine, es muss jemand täglich drin ja, die Ausstellung betreuen. Ihr beide, ja. Die ganze Zeit. Oder Abwechslung bestimmt. Ja, also abends hat die Ausstellung ja dann geschlossen und dann werden könnt ihr auch wir ein dann paar Konzerte besuchen. Genau, so. Am nächsten Tag wird sie da aufgemacht. Oder wie heißt diese When We Were Young, vielleicht machen die das wieder und was auch immer. Ja, da werden wir auch sein. Ja, cool. Und seid ihr immer auf dem WGT? Oder? Ja. Regelmäßig? Also wir sind schon, ja, seit wann sind wir das erste Mal da gewesen? Erste Mal waren wir 2005 auf dem WGT und seitdem mit einer Ausnahme eigentlich immer. Aber bisher halt einfach als normale Besucher und dass wir da wirklich auch aktiv werden und was präsentieren, ist zum ersten Mal. Aufregend. Mhm. Ja. Und wie wird das eigentlich bekannt gemacht, unter die Szene, die Leute, die dahin gehen? Wie erfahren sie? Ich meine, also, wie erreicht ihr Leute, die noch nichts von dieser Sache wissen? Also wir werden ganz viele Flyer halt drucken, Poster aufhängen. Dann haben wir halt unsere Facebook-Seite, über die wir versuchen, das bekannt zu machen. Wir sind jetzt an sich schon eine unabhängige Veranstaltung, aber wir werden wahrscheinlich auch im Programmheft vom WGT drin stehen. Oh. Mhm. Und sehr gut. Ja, insofern hoffe ich schon, dass wir zumindest erstmal ausreichend Aufmerksamkeit erregen können. Ja, das ist aber sehr gut in der Programmheft zu ja, das stimmt. Kommen. Ja. Und werdet ihr vielleicht vor Ort in Leipzig in diesen Tagen irgendwelche Plakate oder sowas? Ja, also das haben wir vor. Ja, okay. Wir sind schon fast eine Woche eher in Leipzig, bevor das WGT anfängt, weil wir einfach viel aufbauen müssen und dann werden wir sicherlich abends auch Gelegenheit haben, Flyer zu verteilen cool. Ja, gut. Und
Poster aufzuhängen. Cool, ich bin gespannt. Gibt es noch irgendwas, das ihr uns mitteilen möchtet, solltet? Nein, alles gesagt? Im Prinzip, wir freuen uns über jeden, der unsere Ausstellung besuchen kommt und einfach mal anschauen. Man kann sicherlich tolle Zeit da verbringen und ziemlich viel über Raben und Krähen und Totenkopfschwärmer lernen. Ja, cool, sehr gut. So, dann, wenn ihr irgendwie ein Logo oder sowas habt, dann ihr könnt mir das zuschicken, vielleicht JPEG oder PDF oder was auch immer. Mhm. Und ich bringe das in den Film rein, irgendwo. Vielleicht kann ich auch einen kleinen Stadtplan irgendwie. Ich guck mal, was machen ist und so. Ja, sehr gut. Dann ich bedanke mich, dass ihr die Zeit genommen habt. Und ja, gern geschehen. Viel Spaß und Erfolg. Danke.